Hallo, sehr geehrte Damen und Herren. Es freut mich, dass ich Ihnen heute meinen Vortrag zum Thema Innen- und Außenmessen mit unseren CT-Lösungen vorstellen darf. Und wie Sie sicherlich wissen, das ist im Rahmen unserer Online-Expo Wenzelmesse. Ich möchte Sie vielleicht auch gleich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass vielleicht Fragen im Anschluss, könnte ich mir vorstellen, dass Sie vielleicht im Anschluss des Vortrags auch noch gleich einige Fragen haben. Ich gerne beantworte am Messestand im Chat-Tool. Da bin ich für Sie dann nach dem Vortrag verfügbar. Des Weiteren möchte ich auch gleich noch darauf hinweisen, dass morgen um 16:30 Uhr das zweite Webinar stattfindet, das dann allerdings auf Englisch. Ich werde das jetzt auch gleich für Teilnehmer, die möglicherweise nur Englisch sprechen, auch gleich nochmal sagen. Dear ladies and gentlemen, please note that this is a German talk. And please, if you cannot follow the talk due to the language, then please tomorrow at 16:30 European time, there is an English webinar, and I invite you to follow this one. Okay, vielen Dank eben, wie gesagt, für Ihre Teilnahme. Ich möchte jetzt auch gleich starten. Kommen wir hier zu einer kleinen Kurzzusammenfassung des Vortrags. Wir haben hier da erstmal werden wir uns beschäftigen mit Röntgenstrahlen. Das heißt, was sind Röntgenstrahlen? Dann möchte ich Ihnen die Prinzipien der Computertomographie mit Röntgenstrahlen vorstellen, um uns alle auf den gleichen technischen Stand zu bringen. Dann werde ich Ihnen unsere CT-Produktlinie vorstellen und dann natürlich mit ausführlichen Anwendungsbeispielen das Webinar abrunden. Steigen wir also ein hier in die Röntgenstrahlen. Viele wissen vielleicht, was es ist. Auf der einen Seite waren vielleicht schon mal beim Arzt, beim Zahnarzt oder im Krankenhaus und wurden geröntgt. Aber Röntgenstrahlen selbst, das ist eine elektromagnetische Strahlung. Es ist nur ein Teil der gesamten elektromagnetischen Strahlung. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Spektrum der elektromagnetischen Strahlung beginnt links unten im Niederfrequenzbereich. Das sind zum Beispiel Hochspannungsmäste oder gar im Haushalt. Jeder kennt den 50 Hertz Wechselstrom. Das sind also 50 Hertz auf der einen Seite, das heißt eine Frequenz. Und auf der anderen Seite brauchen wir noch Elektronen, die fließen, der Strom natürlich und die Volt aus der Steckdose, das sind 50 Hertz und ich sage mal 230 Volt an der Stelle. Das ist so ein Maß der Energie der Strahlung, die da emittiert wird durch den Strom. Und das ist im Niederfrequenzbereich sehr, sehr, sehr wenig. So daran anschließend bei höheren Frequenzen und zum Beispiel auch höheren Spannungen, aber zuerst mal die Frequenz, kommen wir hinein in den Hochfrequenzbereich. Technische Anwendungen im Hochfrequenzbereich liegen im Handy, liegen beim Handy, in der Telekommunikation, hier Handy, Radargeräte oder Navigation. Dann daran schließt sich an der Ultrahochfrequenzbereich, auch da wieder ein prominentes Beispiel aus dem Haushalt. Das ist zum Beispiel die Mikrowelle, wo man das Essen warm machen kann.
Und daran schließt sich dann zu noch höheren Frequenzen, schließt sich dann auch schon der sichtbare Bereich an. Und das Besondere hier bei diesen Frequenzen, das ist dann schon, die sind wahrnehmbar durch menschliche Sinne. Zum Beispiel der sichtbare Bereich, das ist das sichtbare Spektrum. Ein bisschen unterhalb ist die infrarote Strahlung, ein bisschen darüber ist die ultraviolette Strahlung. Und daran, an der ultravioletten Strahlung, da sieht man dann schon, dass die Energie dann doch schon relativ hoch wird. Die ultraviolette Strahlung bräunt erstmal. Darüber hinaus ist aber noch lange nicht Schluss. Da schließt sich dann die Röntgenstrahlung an. Unten habe ich mal eine Zahl genannt, im Haushalt 230 Volt. Das ist so eine Spannung für die Geräte, die damit arbeiten. Bei der Röntgenstrahlung, um Röntgenstrahlung zu erzeugen, brauchen wir eine sehr, sehr hohe Spannung. Wir brauchen hier also mindestens 1000-mal mehr Spannung, um Röntgenstrahlung zu erzeugen. Wir liegen da also schon im Bereich der 100.000 Volt, um Röntgenstrahlung zu erzeugen. Und diese Strahlung durchdringt dann die Objekte, während alles darunter eher so in den Bereichen der Oberfläche absorbiert wird von Objekten oder Mensch. Die Röntgenstrahlung durchdringt das. Aber selbst bei der Röntgenstrahlung ist nicht Schluss. Darüber hinaus gibt es weitere, noch höhere Energiebereiche und noch durchdringendere Strahlung. Diese Strahlung tritt aber dann nur auf, zum Beispiel in Kernkraftwerken. Da liegen wir dann im Bereich von Millionen von Volt. Eine wichtige Unterscheidung an der Stelle gleich für die Röntgenstrahlung und für alle Strahlung mit Energie kleiner als die Röntgenstrahlung. Wenn man den Strom abschaltet, dann ist das Gerät aus, so auch eine Röntgenröhre, und emittiert keine weitere Strahlung. Darüber hinaus im Kernkraftwerk, ich denke, jeder weiß, wenn man ein Kernkraftwerk abschaltet, dann strahlt das auch noch weiter. Und insofern ist das ein wesentlicher Unterschied der Röntgenstrahlung zum Beispiel und auch der Strahlung im Energiebereich darunter, als jetzt hier eine Strahlung, die zum Beispiel im Kernkraftwerk erzeugt wird. Ein Beispiel an der Stelle, wenn wir ein Bauteil, später sehen wir das, wie wir das tun, technisch tomografieren und der Scan ist vorbei, das Gerät ist aus, das Bauteil selbst, wenn wir das rausholen, strahlt also nicht mehr, also emittiert keine weitere Strahlung. Im Kernkraftwerk wäre das natürlich ganz was anderes. Okay, also sofern jetzt hier als Einführung die Erklärung für die Röntgenstrahlung, kommen wir dann zur technischen Umsetzung in einem Röntgencomputertomograph. Das Prinzip der Röntgencomputertomographie ist ähnlich wie beim Zahnarzt, sage ich jetzt mal. Im Unterschied natürlich haben wir es hier in der Technik primär mit Bauteilen zu tun, weniger mit lebenden Objekten. Vom Prinzip her ist das ähnlich, wie gesagt. Das heißt, ein Bauteil wird im Strahlengang platziert. Wir sehen das hier in der Abbildung links. Und im Unterschied zum Zahnarzt für die Tomographie benötigen wir nicht ein Bild, wir benötigen ganz viele Bilder von diesem Bauteil. Das Bauteil wird von Röntgenstrahlung durchdrungen. Die Bilder werden vom Detektor aufgezeichnet und das Prinzip eines Scans ist es, dass das Teil im Strahlengang eben um 360 Grad gedreht wird. So, das ist das Prinzip des CT-Scans. Ein bisschen was fehlt noch, nämlich die Mathematik dahinter, also sprich die Computer. Da das C steht im Namen, das war das Prinzip der Tomographie. Im Speicher des Computers werden dann diese Bilder, diese Röntgenbilder verrechnet
Und man erhält, das nennt sich Rekonstruktion, und man erhält als primäres Ergebnis erstmal einen Bildstapel. So, in diesem Bildstapel, vergleichbar mit eben Bildern, zweidimensionalen Bildern, allerdings in drei Dimensionen, da die eben gestapelt sind. In zwei Dimensionen würde man sagen, dass das kleinste Element, das ist ein Pixel. In drei Dimensionen reden wir hier allerdings von einem Voxel, weil jedes Voxel hat nicht nur XY-Ausdehnung, sondern auch eine Z-Ausdehnung und eine Tiefe. Und damit war das Voxel ein Kunstwort. Das bedeutet, Voxel setzt sich zusammen als volumetrisches Pixel. Das ist eben so ein Voxel als kleinstes Element in diesem Bildstapel. Und das gesamte Gebilde des Bildstapels, das wird in konsequenter Weise, dann spricht man von Voxel oder Volumendaten. Also das ist dann das Ergebnis eines CT-Scans im Speicher des Computers. Okay, schauen wir uns das Ergebnis, den Volumen, schauen wir uns die Volumendaten mal im Detail an. Also wir haben ein Bauteil gescannt. Das Scanergebnis ist vorhanden. Und dann ziehen wir uns aus diesem Bildstapel, aus den Volumendaten, mal eine beliebige Schnittebene raus und bringen die mal zur Anzeige. Das ist hier so links dargestellt wieder. Und da sehen wir, dass da in diesem Bild verschiedene Grauwerte vorhanden sind. Das beginnt von schwarz und geht dann hier über die Grauwerte nach hell, nach weiß. Und diese Grauwerte beinhalten die Materialinformation des Scanobjekts. Das bedeutet, je dunkler der Grauwert, desto niedriger ist die Dichte. Je heller der Grauwert, desto höher ist die Dichte im Scanvolumen, ne, vom CT-Scan. So, das sind also die Darstellung der Materialien, wir können unterschiedliche Materialien in einem CT-Scan gleichzeitig zur Anzeige bringen. Hier eröffnet sich auch schon gleich die allererste Anwendung. Ähnlich natürlich wie im Krankenhaus bei einem CT-Scan können wir hier, wenn wir diese Ebenen eben, wenn wir diesen Volumendaten schneiden und das dann zur Anzeige bringen, sehen wir also gleich, können wir da reinschauen in das Innere und sehen, ob im Inneren visuell, optisch erstmal alles in Ordnung ist, ob alles da ist, wo es hingehört, wie im Krankenhaus. Und das Ganze bezeichnet sich dann als zerstörungsfreie Prüfung. Wir sehen hier gleich zum Beispiel, ob die Teile hier vorhanden sind oder ob da zum Beispiel ein Teil fehlt. Also das bedeutet, ob das gesamte Bauteil IO ist oder ob es vielleicht Ausschau ist. Das ist also gleich die allererste Anwendung eines CTs im Bereich der zerstörungsfreien Prüfung. So, schauen wir mal unsere CT-Produktlinie an. Beginnend links, wir haben unterschiedliche CT-Produkte für unterschiedliche Anwendungen. Links beginnend hier ist das Tischsystem, ein sehr, sehr, sehr kompaktes Gerät hier. Das gibt es in zwei Ausführungen, in Abhängigkeit eben der Anwendung. In einer Variante mit einer Röntgenröhre von 80.000 Volt, von 80 kV oder in einer anderen Variante mit 130 kV, das ist die Basis- oder die Standardvariante. Daran schließt sich an das L-Gerät, jetzt neu zur Messe vorgestellt, das L225. Das heißt, ein Gerät im Bereich der Workstation-Klasse mit 225.000 Volt Energie für die Röntgenstrahlung. Das ist ein sehr kompaktes Gerät mit sehr hoher Leistung. Auf der rechten Seite dann hier das Flaggschiff, der Exakt-U, auch in zwei Varianten, eben mit 225 kV. Und mit 300 kV im Unterschied natürlich, Sie sehen, dass mit zunehmender Gerätegröße die
Leistung der Röntgenstrahlung immer größer wird. Es können immer dichtere Objekte und immer größere Objekte mit den Geräten gescannt werden. So, schauen wir uns mal die Geräte im Einzelnen an, beginnend wieder mit dem Tischgerät. Wir haben hier, das ist das Einstiegsmodell mit 80 bzw. mit 130.000 Volt, eine 40 Watt Röntgenröhre, vom Scanvolumen optimal dafür geeignet, um kleine Teile im Bereich der Mikromesstechnik zu tomografieren, entweder ausgestattet mit einem schnellen oder mit einem sehr hochauflösenden Detektor. Von der Genauigkeit her, wenn wir das Gerät im Bereich der Koordinatenmesstechnik verwenden, gibt es ja eine spezielle Norm, das ist die VDI 2630. Da hier ist die Genauigkeit spezifiziert besser als 7 Mikrometer. Weitere Ausstattung des Gerätes. Das Gerät kommt mit einer Operating Software daher. Es kommt mit einer Auswertesoftware. Das ist der Pointmaster daher. Und optional das QADIS, wenn Sie das Gerät besonders wie in der Verwendung eines Koordinatenmessgerät verwenden möchten. Ich denke vielleicht, Sie haben in einem anderen Webinar auch da was gesehen. Weiter hier die Workstation-Klasse. Wie gesagt, 225.000 Volt, 225 kV und eine außerordentlich hohe Wattleistung von 1.600 Watt. Scanvolumen, großes Scanvolumen, robuster und schneller Detektor. Auch die Genauigkeit spezifiziert nach der VDI 2630. Auch kurz noch das U im direkten Vergleich. Natürlich die Höchstleistung mit 300 kV. Es handelt sich hierbei um das kompakteste Gerät mit 300 kV. Am Markt und einer speziellen Hochleistungs-Röntgenröhre, großes Messvolumen, hohe Auflösung, auch die Ausstattung wieder wie die anderen Geräte. So, natürlich hier im Bereich der Auswertung müssen wir natürlich mitziehen mit den entsprechenden Datenmengen. Wie Sie sehen können, hier das Besondere sind natürlich viel Speicher, schneller Prozessor und vor allen Dingen auch schnelles Netzwerk. Optional gibt es natürlich hier auch die entsprechenden Programme, die mit den Daten auch umgehen können. So, gucken wir uns mal schnell den CT-Workflow noch an. So, beginnend eben mit dem CT-Scan, wie dargestellt, kommen die Volumendaten raus. Vom Workflow werden diese automatisch in den Pointmaster für CT übergeben. Das ist unsere Auswertesoftware. Mit der Auswertesoftware können wir dann Defektanalyse, Wandstärkenanalyse, Soll-Ist-Vergleich, optional auch Reverse Engineering und Kompensation von Schrumpfung und Verzerrung durchführen. Aber mit diesen Auswertemöglichkeiten ist noch lange nicht Schluss. Darüber hinaus ist es möglich, mit der QADIS im Sinne eines virtuellen Koordinatenmessgerätes mit die Volumendaten im Speicher des Computers anzutasten und mit all den Möglichkeiten, die QADIS mitbringt, eben noch weitere Auswertung durchzuführen in der Positionierung und in der Form und Lage. Und auch die QADIS bringt natürlich ein Automatisierungsinterface, sehr wichtig, ein Automatisierungsinterface mit. Und diese ganzen Vorteile können wir eben dann über diese virtuelle Schnittstelle mit dem CT verbinden. Okay, nachdem der Prozess soweit steht, schauen wir uns mal kurz in die Applikationsbeispiele an. Ich werde jetzt noch in die Tiefe da ein bisschen hineingehen. Das nur kurz der Überblick. Wir können große Bauteile scannen, wir können kleine Bauteile scannen, wir können Bauteile mit hoher Dichte oder mit niedriger Dichte scannen. So, picken wir uns mal da ein paar Bauteile heraus.
Hier auf der linken Seite zum Beispiel gleich unsere erste Messaufgabe. Funktioniert das Teil im zusammengebauten Zustand? Das ist eine wunderbare Prüfung für den CT, weil die Lösung ist es, an dieser Stelle natürlich das Bauteil reinzustellen. Am schnellsten geht es vielleicht mit einem einzigen Röntgenbild das zu beantworten. Das wäre sozusagen die Radiographie oder die Durchstrahlungsprüfung beim Arzt, beim Zahnarzt vergleichbar. Das geht aber auch in drei Dimensionen natürlich, und dazu brauchen wir diese 360-Grad-Drehung, und da können wir dann prüfen, ob das Bauteil eben funktionieren wird. So, picken wir uns mal einen Bereich hinaus für kleine Teile im Bereich der Mikromesstechnik und der Materialforschung. Hier natürlich für das XACT-S-Gerät. Es geht darum, in der Materialforschung neue Materialien mit besonderen Eigenschaften zu finden. Und da ist natürlich das Gerät perfekt dafür geeignet, um solche Fragestellen zu beantworten. Hier auf der rechten Seite eben bereits eine dreidimensionale Visualisierung eines Scanergebnisses. Man sieht hier die unterschiedlichen Dichten dargestellt mit Farben. Ein Schnittbild herausgezogen, und da können wir natürlich ganz genau hineinschauen und können beurteilen, ob denn die Qualität des Materials den Anforderungen entspricht. Ja, also hier auch wieder, hohe Dichten sind hell dargestellt, niedrige Dichten sind dunkel dargestellt. So ein anderer Schwerpunkt ist natürlich die zerstörungsfreie Prüfung von Bauteilen. Hier im Bereich des Aluminiumdruckes Aufgaben ist natürlich hier, das Produkt zu optimieren, den Prozess. Hier das ganz wichtig für die Optimierung ist natürlich die Auflösung von den Defekten. Hier die Lunke-Analyse. Ein weiteres Beispiel, hier die Anwendung im U. Hier mal herausgepickt im Bereich der additiven Fertigung, ein Bauteil, das direkt gefertigt wurde, beziehungsweise das Bauteil dann nachgearbeitet. Da können wir dann alle möglichen Analysen durchführen, wie zum Beispiel ein Soll-Ist-Vergleich, um darzustellen, ob das Bauteil in Maß und Form denn übereinstimmt, um den Fertigungsprozess in der additiven Fertigung auch zu optimieren. Und im Detail möchte ich Ihnen jetzt auch nochmal hierzu, damit Sie live sehen können, wie das funktioniert, zwei Videos zeigen. So beginnen wir hier auf der linken Seite eben im Pointmaster für CT und schauen uns mal an, wie das funktioniert, wenn wir einen CT-Scan durchgeführt haben, was wir als Scanergebnis da erhalten. So, statt so starten wir mal das Video hierzu. Hier sehen Sie bereits ein Scanergebnis vom CT. Bauteil wurde gescannt. Wir haben den gesamten Prozess durchzogen. Wir haben bereits hier die 3D-Geometrie des Bauteils im Speicher des Computers vorhanden. Darauf aufbauend können wir jetzt natürlich mit dem Pointmaster eine schnelle Inspektion mal durchführen. Das ist jetzt hier im Video gezeigt. Wie Sie sehen können, hier kann der Pointmaster in allen beliebigen Ebenen Schnitte durch das Bauteil legen, diese dann in zwei Dimensionen zur Anzeige bringen und hier in den entsprechenden Modulen hier mit der Messtechnik beurteilen, ob zum Beispiel das Bauteil hier im Durchmesser innerhalb oder außerhalb der Toleranz liegt. Das ist möglich nicht nur mit Durchmesser, sondern auch mit Abständen, 3D-Abstände, Punktkoordinaten, Winkel. All das ist hier im Pointmaster in sehr einfacher Art und Weise durchführbar. Des Weiteren, die Software ist modular aufgebaut, das heißt, für unterschiedliche Anwendungen können wir hier für die Anwendung die Module maßschneidern. Wenn Sie jetzt zum Beispiel
nicht nur Messtechnik betreiben wollen, sondern auch kompensieren wollen im Formbau, dann gibt es hier für den Pointmaster spezielle Module. Hier jetzt dargestellt speziell das Ausrichten, weil jeden Messvorgang geht das Ausrichten voraus. Das ist in der Koordinatenmesstechnik so. Das bedeutet grün dargestellt hier ist das Nominal, das CAD. Rot dargestellt ist das Scanergebnis, das Teil. Es wird hier an Referenzpunkten, je nach Vorschrift, nach Zeichnung ausgerichtet, das dann in der Überlagerung dargestellt und durch wenige Mausklicks kann das jetzt hier zur Anzeige gebracht werden. Wie Sie sehen, an manchen Bereichen hat das Bauteil überragt das Nominal, in anderen Bereichen hat das eben ein Untermaß. So im Weiteren wird das dann hier farbkodiert. Das nennt sich ein sogenannter Soll-Ist-Vergleich. Das bedeutet, alles was rot dargestellt ist, ist jetzt das Übermaß. Alles was blau dargestellt ist, das Untermaß. Das geht eben nicht nur in drei Dimensionen. Das geht auch in Schnitten zum Beispiel. Oder natürlich, wenn es jetzt den Konstrukteur insbesondere an speziellen Stellen interessiert, dann geht das auch lokal. Hier, je nach Anwendung, sind eben unterschiedliche Auswertemöglichkeiten eben verfügbar. Hier jetzt nochmal ein Bereich, der für die Schnitte. Das ist jetzt hier mal ein beliebiger Schnitt. Das können natürlich auch Schnittebenen aus dem CAD sein. Schön sieht man jetzt zum Beispiel, wie die Kontur durch das Teil eben die Fertigungsabweichung, wie die Kontur eben abweicht vom CAD. Wie gesagt, das jetzt hier an dieser Stelle, wenn das für den Konstrukteur interessant ist, kann man an jeder Stelle einzelne Punkte einfügen und diese dann zur Anzeige bringen, wie sich das Teil hier verhält im Vergleich zum CAD. Eine kurze Ausschnitt eben aus dem Funktionsumfang des Pointmasters. Das ist beileibe natürlich nicht alles. Wie gesagt, für die unterschiedlichen Anwendungen gibt es da viele Module, auch in zerstörungsfreien Prüfungen für die Lunker. Kommen wir gleich vielleicht auch zum zweiten Video. Da ich alle auf den gleichen Stand bringen möchte, ist es jetzt hier ein Video für die Quartis. Wie Sie vielleicht wissen, setzen wir die Quartis für unsere taktilen Koordinatenmessgeräte ein. Das ist aber beileibe so. Wie Sie vielleicht wissen, setzen wir die Quartis für unsere taktilen Koordinatenmessgeräte ein. Die Quartis selbst, wir haben langjährige Erfahrung in dem Bereich, hat sich etabliert für die Koordinatenmesstechnik. Es werden vom Prinzip her Punkte abgesampelt am Koordinatenmessgerät direkt vom Teil. Und hier im Unterschied funktioniert das hier im Speicher des Computers. Aus diesem Grund nennt sich das eben die virtuelle Koordinatenmessung. Hier sehen wir ein Beispiel, wie das Quartis-seitig funktioniert. Das heißt, wir messen jetzt direkt mal, erstmal programmieren wir das am Teil. Das heißt, in einer Referenz, im Bezug zu einer Referenzebene in einer bestimmten Tiefe, möchte man eben hier einen Durchmesser bestimmen. Der ist jetzt hier durch wenige Mausklicks definiert. Das hier, was wir hier sehen, diese gelben Punkte, das sind bereits die Antastpunkte. In dem Moment, wo er auch schon auf Anwenden gedrückt hat, werden die von dem Bauteil direkt auch schon abgesampelt. Das geht sehr schnell natürlich im Speicher des Computers. Ja, also jedes Mal, wenn er da auf den grünen Haken klickt, dann hat er da das gesampelt. Das geht in unterschiedlichen Ebenen, das geht mit unterschiedlichen Geometrien, mit Ebenen, mit Zylinder,
mit allen möglichen Auswertungen. Das bedeutet, die gesamte Form und Lage ist natürlich hier in der Quartis abgebildet. Sie können natürlich hier an der Stelle, wie es die Zeichnung vorgibt, genauso können Sie das dann erfassen an dem Bauteil in einfacher Art und Weise. Im Unterschied natürlich vielleicht hier auch zur herkömmlichen, zur taktilen Koordinatenmesstechnik, ein wesentlicher Unterschied ist hier auch die Anzahl der Punkte. Während taktil vielleicht nur wenige Punkte gesampelt werden, ist das bei der Quartis natürlich hier im Virtuellen, werden da immer viele, sehr viele Punkte, mehrere hundert bis einige tausend Punkte gesampelt in deutlich kürzerer Zeit, als das natürlich am realen Koordinatenmessgerät eben möglich wäre. So, das geht für Zylinder, wie gesagt, das geht auch für Freiformflächen. Wir haben hier ein Beispiel herausgezogen aus dem Bereich der Turbinen, Schaufelinspektion. Das lässt sich dann noch mit Toleranzbändern versehen. Hier grün bedeutet dann alles, was innerhalb der grünen Zone liegt, ist das dann die innerhalb der Toleranz, und alles, was in den roten Zonen liegt, ist das dann außerhalb der Toleranz. So, das war eine Live-Messung, im Prinzip eine Live-Messung direkt am Teil. Das lässt sich natürlich offline auch programmieren beziehungsweise vorbereiten im Wiederholungsfall, also sprich eine Programmerstellung, die es dann das erlaubt, wenn das Teil eben öfters kommt, nach dem Scan das Teil in automatisierter Art und Weise auszuwerten. Das ist jetzt hier dargestellt. Wir sehen hier auf der rechten Seite dieses Programm bereits, in dem als erstes immer so ein bisschen die Ausrichtung dargestellt ist. Dann werden die einzelnen Geometrieelemente da hinein programmiert. Das geschieht fortlaufend, grafisch dargestellt. Das ist sehr einfach zu erlernen hier. Sofort neues Geometrieelement gemessen, sofort erscheint das im Baum und ist ins Programm eingefügt. Ja, das ist so die Idee dahinter. So, machen wir mal einen kleinen Sprung. Das heißt, hier gucken wir uns das nochmal an. So, das war die 3D-Programmierung. Nachdem wir das Programm erstellt haben, ist das ein einziger Klick an der Stelle. Man hat es kaum gesehen, indem das Programm automatisch abläuft. So, und jetzt werden live, das ist wie gesagt eine Echtzeit-Darstellung, die Punkte vom Teil abgesampelt. Wir sehen das im Moment nur quartisseitig. Das heißt, in dem Moment werden einige tausend Punkte abgesampelt. Und wir erhalten hier bereits den Ergebnisbericht, wie gesagt, gleich hinterlegt, ob das innerhalb, das Merkmal innerhalb oder außerhalb der Toleranz liegt. Und jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz an, wie das sozusagen aussieht vom Pointmaster-seitig. Und damit möchte ich auch schon meinen Vortrag schließen und bedanke mich für Ihre Teilnahme.